Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Welttours mit der Reihe Dein Biom und Du. So, heute ist der kleine Bruder des bösen Blattkelp-Bioms dran, nämlich das Kelpium. Die sind ja artverwandt, auch Schlingpflanzen, auch wenn die hier etwas anders aussehen und nicht ganz so gruselig, aber ein wichtiges Biom, zu dem es echt viel zu erzählen gibt. Und das Wichtigste sieht man eigentlich hier schon mit und das Auffälligste. Wir sind hier im Grassy Plateau, hier ist das Wasser noch schön blau und sofern wir hier reinschwimmen, seht ihr, dass es richtig grün hier wird. Das liegt natürlich an den Schlingpflanzen, von denen das ganze Biom hier durchzogen ist. Und ich blende jetzt nochmal kurz die Karte ein, wo wir uns ungefähr befinden. Wir sind jetzt so in dem mittleren, größeren Biom. Es gibt insgesamt 5 bis 6 Kelp Forest Biome oder Zonen. Und die gehen immer so von 3 Meter bis 170 Meter Tiefe. Das heißt, die reichen fast bis an die Oberfläche. Sieht man hier auch, der da oben guckt fast raus. Und wie gesagt, die sind durchgehend von diesen langen Schlingpflanzen durchzogen und stellen eines der produktivsten und dynamischsten Ökosysteme dieses Planeten dar. Wir sind ja nicht auf der Erde, sondern auf einem anderen Planeten. Und ich lese jetzt einfach mal ein bisschen das Wiki vor. Dieses Biom ist außerdem als Heimat der Stalker, das sind diese Fische hier, oder auch Pirscher genannt in der deutschen Version, bekannt. Und wie gesagt, diese Creepvines sind eine sehr gute Möglichkeit, auch Hunger und Durst zu stillen, in einem gewissen Rahmen, das können wir gleich mal zeigen. Und die meisten Lebensformen sind hier passiv, das heißt, sie greifen nicht an oder nur, wenn sie angegriffen werden, mit Ausnahme der Stalker hier und der Bleeders, die wir hier schon sehen. Das sind diese kleinen, ekligen Kreaturen, die sich ganz fies an einem Arm festbeißen können, wenn sie das noch machen. Man hatte mir geschrieben, das machen sie momentan wohl nicht mehr. Ich denke mir, bei meinem Glück, eigentlich müsste ich schon 5 an mir kleben haben. Normalerweise reagieren die sehr gut auf mich, wenn sie mich sehen. So. Na doch, ja, jetzt, ich glaube, das war doch eben ein Angriffsversuch. Oh, hat sich erwischt. Oh, armes Ding. So. Das Terrain selber ist hier, hat moosigen Grund, wenn wir weiter nach unten kommen, und ist halt mit Sand durchsetzt. Und bietet auch an verschiedenen Stellen Zugang zu den Kelp Forest Caves. Es gibt nämlich hier auch eigene kleine Höhlensysteme im Kelp Forest. Da wollen wir mal gucken, ob wir da welche finden. Und die meisten Rohmaterialien findet man hier so auf mittlerer Tiefe. Das heißt so, wenn es von 3 bis 170 Meter gibt, so schätze mal so in dieser Tiefe hier, bei 100 Metern. Ich will mal eben ganz kurz, auch wenn das nicht nett ist, mal eben hier so eine Stromladung absondern. Da habe ich irgendwas erwischt. Das wird ihm auch nicht gefallen. So, wir haben an Ressourcen ein paar Fragmente. Und zwar hätten wir hier das Stasis Rifle Fragment. Dann gibt es in diesem Biom noch das Terraformer Fragment und das Workbench Fragment. Na, was tobst du denn darum? Mit denen wollen wir gleich mal was probieren hier oder wir suchen uns einen anderen. Und ansonsten gibt es hier sehr viel Kupfer. Es gibt halt die Creepvines, diese Schlingpflanzen, Creepvine Sample. Das sind diese gelben Dinger, die man hier dran sieht. Aus denen kann man sich, wenn man die pflückt, Seed Cluster sind das, kann man sich Lubricant, also diese Öl, ein Öl ist das, oder so eine ölige Flüssigkeit machen, die man ja wiederum für andere Sachen zum Craften braucht. Es gibt Silber, Metallschrott, Stalker-Zähne, die man braucht, um sich ein Observatorium zu machen. Und Titan. So, Entschuldigung. So, an Fischen gibt es hier auch wieder am Rand, du solltest gar nicht hier sein, die Jellyways, es gibt Airsacks,
Es gibt diese Bumerangfische. Es gibt diese sehr lustigen Hubfische. Den holen wir uns mal ran hier. Ich finde den so knuffig. Den blenden wir auch mal so. Könntest du dich mal drehen wissen? Ich will dich von oben sehen. Ah, da ist er. Da sieht man ihn von oben. Ich finde, der sieht putzig aus. Und jetzt muss ich ihn aber auch leider wieder abschießen. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Kann ich den nicht. Ah, ich kann ihn aufsammeln und dann freilassen. Wo ist er denn hin? Da. Schon mal. Viel Spaß. Ich finde die knuffig. Du gehörst hier nicht hin. Das weißt du wohl auch, ne? Oder? Du gehörst hier überhaupt nicht hin. Knochenhai. Der geht mal in dein Biom zurück. Das gehört sich nicht. Ansonsten gibt es hier noch diese pinkfarbenen Gehirnkorallen wieder, über denen man ein bisschen Sauerstoff aufnehmen kann. Das hatte ich ja bereits schon mal gezeigt. Und es sieht auch im Dunkeln ganz nett aus. Ich will euch mal versuchen, ob ich euch nicht mal so einen Bleeder vorführen kann. Mal gucken, ob ich hier einen einzelnen finde, ohne dass ich gleich in Stücke gerissen werde. Möglichst ohne Stalker in der Nähe. Das wäre ganz cool. Hier sind doch schon. Ist zwar kein Einzelner, sondern hier sind gleich drei. Aber wir mal gucken, ob wir da auf uns aufmerksam machen können. Hallo? So sehen die Dinge aus. Endlich kann man die mal fotografieren. Jetzt schwimm doch nicht weg. Ich will doch ein Foto machen. Na, so was Schüchternes. Da ist noch einer. Gucken wir uns den mal an. So sehen die aus. Könntet ihr mal was tun für euer Geld? Ich glaube, die habe ich gekillt. Ich kann mir nicht helfen. Ich glaube, die habe ich gekillt. Das wollte ich nicht. Immer wenn man was zeigen will, ist keiner da, der einen angreift. Ist ja ärgerlich. Weil, da stand bei mir auch in den Kommentaren schon mal drin von ein bis zwei Leuten. Gut, dann versuchen wir was anderes. Diese Stalker greifen ja an. Und das Praktische an diesen Stalkern ist, dass sie Metallschrott aufsammeln. Und deshalb findet man hier auch unheimlich viel Metallschrott oder Titan. Und man soll aber einen Fisch in die Hand nehmen können. Und zwar klappt das nicht mit allen Fischen. Es klappt nicht mit allen Fischen, aber es klappt wohl mit den Piepern. Hier, jetzt hat er mir den aus der Hand gefressen. Habt ihr gesehen? Ich nehme mir gleich nochmal einen zweiten in die Hand. Ich habe doch noch einen zweiten gehabt irgendwo. Ich habe keinen zweiten Pieper gehabt. Ach, der hat mir gleich den aus der Hand und aus dem Inventar gefressen. Der hat mir den zweiten auch noch genommen. Und guck mal, jetzt bringt er mir. Der bringt mir. Der ist jetzt zahm. Ich habe ihn gefüttert. Jetzt mag er mich. Und der bringt mir jetzt Metall. Okay, hier ist noch ein zweiter, der jetzt gerade nicht so zahm ist. Jetzt bräuchte ich eigentlich noch einen zweiten Pieper, das wäre ganz cool. Also den einen habe ich jetzt gezähmt. Er ist jetzt mein Freund. Und du bist nicht mein Freund. Ne? Nein, bist du nicht. Bist du nicht. Bist du gar nicht. Das ist auch nicht gut. So. Und der eine hat mich jedenfalls jetzt gern und ich glaube, du musst jetzt mal echt eine verpasst kriegen, ne? So, jetzt haut er ab. Oh, das Leben ist ja auch schon gut runtergegangen hier. Und der hat euch dann gerne und hier gelegentlich, guck mal, der hat mich richtig gerne. Du tust mir nicht weh, ne? Oder? Greifst du mich jetzt an oder willst du kuscheln? Ich glaube, du willst kuscheln. Ich glaube, der will nur spielen. Ich glaube, der schmust. Ja, das ist der Aggressive. Und guck mal, der lässt mich gar nicht mehr in Ruhe mit dem Metall, so viele Geschenke, wie der mir bringt. Das ist ja krass. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Ich hatte immer die falschen Fische. Und das finde ich ja geil. Absolut cool. So, wir gehen mal hier rein. Vielleicht ist das ja eins von diesen Höhlensystemen. Erstmal will ich mich heilen und was essen. Aber ich glaube. Wow. Junge. Okay, mit der Repulsion kann, dann werde ich ja nichts. Merke ich schon. Wir gehen mal runter. Vielleicht finden wir doch noch ein paar lebende Bleeder und die möchte ich euch nochmal zeigen, bevor ich hier endgültig wegsterbe. Und danach würde ich gerne mal gucken, ob ich hier so einen Höhleneingang finde.
Vielleicht muss ich da auch mal schneiden. Die Höhlen sind etwas versteckter. Und die sind auch echt gut gefährlich, die Höhlen. Mal gucken. In erster Linie ist es jetzt gerade schon wieder dunkel geworden. Man sieht es halt schlechter, wo Höhlen sein könnten. Wow, da hat es aber nachgeladen eben. Hier sind auf alle Fälle sehr viele von diesen... Da ist ein Höhleneingang. Da muss ich mal eben was gegen unternehmen. Hau bloß ab. Ja, los, verpiss dich. Ich glaube, ich muss mal eben schweißen, ne? Ich glaube, ich sollte mal eben schweißen. Dann legen wir uns den auf die 5. Vielleicht wird es ja auch gleich noch wieder hell. Aber wir können natürlich auch die Höhle gerne mal mit Taschenlampe erkunden. So, und zwar haben wir in diesen Höhlen diese wahnsinnig gefährlichen Drooping Stingers sind das. Die dürft ihr nicht berühren. Auf gar keinen Fall dürft ihr die berühren. Oh komm, ey, bleib mir vom Leib. Ich glaube, das war es jetzt auch mit dir, ne? Du bist jetzt erledigt, endgültig, glaube ich. Will ich stark hoffen. Du gehst mir nämlich auf den Senkel. Ich will ja was zeigen. Okay, mein Messer ist auch verbraucht. Nehmen wir nochmal ein First Aid Kit. Die sind echt gefährlich. Drooping Stingers heißen die. Und das sind quasi Nesseltiere. Also wie jede Quallenart, die wir zum Beispiel haben. Die haben ganz fiese Giftstacheln dann. Oder halt, naja, Nesseln. Das sind keine richtigen Giftstacheln. Stacheln. Und die bringen euch um. Und nein! Euch gibt's hier auch? Die hatten wir schon mal gezeigt. Die sind gemein. Die ziehen euch richtig viel Leben ab. Okay, das stand irgendwie nicht im Wiki drin. So, wir haben ja ganz viel Sandstone und Limestones. Die können wir mal zerbrechen. Da kommt Titan raus. Also hier kriegt ihr unheimlich viele Materialien. Gold, Silber, Kupfer. Und ihr dürft hier in diese Dinger auch nicht mit der Seemotte reinfahren. Ihr könnt dann vorbeischwimmen, die tun euch nichts. Aber wehe, ihr berührt die. Und da, wo die sind, gibt es meistens auch sehr interessante Ressourcen. Das kann ich euch sagen. Ich versuche gerade mal lebend an vorbeizukommen. Und ich könnte ja mal zeigen, was passiert, wenn ich einen berühre. Aber ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Das glaube ich nicht. Mal gucken. Ich habe da ja irgendwie ein bisschen... Wir scannen mal ein. Habe ich einen Scanner dabei? Ja. Das können wir mal machen. Irgendwie hat mein Scanner gerade ein Problem. Ah, jetzt geht er wieder. Nee, das war's. Dann gucken wir mal in PDA eben rein, was er dazu sagt. Alien Lifeforms, Fauna, Flora, Drooping Stinger. Okay. Zero Photosynthetic Cells Detected. Also die betreiben keine Photosynthese, sind halt keine normalen Pflanzen. Und hat halt eben Tentakeln. Und die greifen halt eben... Ah, okay, die schießen euch 600 Watt irgendwie in den Körper, wenn ihr daran kommt und paralysieren halt eben ihre Gegner, kleine Fische zum Beispiel, und verzehren die dann über mehrere Wochen. So, und die sollte man eben möglichst nicht berühren. Ich versuche mal eben, ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Ihr seht... Der zieht mir ab und ich hoffe, dass ich das noch überlebe. Oder... Nein, das ist... Oh. Wow. Der hat mich von 91 Leben auf 1% gebracht, wie ihr seht. Nur weil ich ihn einmal berührt habe. Und das machen die übrigens mit eurer Seemotte auch. Ne?
Also da müsst ihr verdammt aufpassen, wenn ihr die mal berührt. Es ist echt lebensgefährlich. Das Problem ist, dass ich jetzt irgendwie gar nicht mehr zeigen kann. Was bist du denn? Ach du, ein Säurepilz. Ich werde jetzt mal versuchen, ein paar Blieder zu finden. Und ich schneide jetzt mal eben hier, weil ich mir auch nochmal das First Aid Kits eben besorgen werde. Und lebst du oder bist du tot immer noch? Nee, du siehst so harmlos aus. Das mit dem Lieder möchte ich auch nochmal zeigen. Da sehen wir uns dann sofort wieder. Ja, ich habe noch keine Lieder gefunden. Ich bin aber wirklich am Suchen. Was ist denn das hier unten? Da möchte ich mal ganz kurz reingucken. Könnte auch so eine... Aha, okay, gut. Sehr interessant. Einfach nur so ein Loch, was dann drüben wieder hochgeht. Mal gucken, es gibt ja mehrere Kelpbiome. Sonst würde ich mal zu einem anderen Kelpbiom rüberschwimmen. Wobei wir hier hinten auch noch nicht fahren. Meiner Erfahrung nach sind die Blieder auch häufig etwas tiefer, da wo es interessanter wird. Hier unten, da findet man ganz gerne mal welche. Wahrscheinlich ist hier jetzt nichts. Das ist der Vorführeffekt. Aber es gibt hier auch, wie gesagt, schöne, auch ungefährliche kleine Höhlen. Und, aber ne, da wo es, da wo diese was sind das so, Quallen, also diese fiesen, okay, die suchen wir nicht. Das sind ja die aus dem Nachbarbiom. Nee, ich weiß, du bist aktiv, du gehörst hier gar nicht, du bist überhaupt nicht von Interesse. Dich haben wir schon gehabt. Du hattest deine Chance, hättest dich da in einer anderen Folge mal ein bisschen herausstellen können, aber jetzt ist nicht deine Zeit gekommen. Ich habe das Gefühl, das ist so unglaublich. Wenn man mal welche sucht, sind keine da. Aber wehe, du willst was aus dem Biom, dann bist du gleich umgeben von diesen kleinen ekligen Dingern, die sich an der Hand festsaugen. Die sind so blutegelmäßig drauf und tun einem auch richtig weh. Keiner da. Okay, ich suche nochmal ein anderes Kelpbiom auf. Das kann ja nicht angehen, dass hier keine sind. Irgendwo werden wir welche finden. Ja, im Let's Play dann auf alle Fälle. Weil immer wenn ich hier reinschwimme und brauche irgendwas, sind sie garantiert da. Ja, mal gucken, vielleicht jetzt doch hier so. Ich sehe keinen. Ich würde ja sonst auch ohne Seemotte durch die Gegend schwimmen. Okay, bevor wir uns langweilen, schneide ich nochmal eben, bis ich einen gefunden habe. So, hier sind welche. Da ist einer. Und wehe, das klappt nicht. Also man hat mir geschrieben, es kann sein, dass die momentan nicht mehr angreifen. Ah, doch! Ah, verdammt! So, und ihr kriegt die nur los, wenn ihr... Ihr müsst auf eure Hand schlagen. Das könnt ihr entweder mit einer freien Hand machen oder auch mit einem Werkzeug. Ich nehme jetzt einfach mal die Taschenlampe dann in die Hand und schlage mit der dann drauf ein. Kann auch ein Messer sein. Das ist egal. Ich habe jetzt gerade nur kein Messer mehr zur Hand. Und wie gesagt, die tun euch weh. Die Alternative ist, wegzuschwimmen. Normalerweise sind die aber echt aggressiver. Also, dass der jetzt... ich musste ja schon direkt in den Rhein schwimmen. Die tun sich dann häufig auch richtig in Schwärmen zusammen. Ich hatte da schon mal ein Thumbnail gemacht. Da hatte ich 6 Stück, die an meiner Seemotte klebten. Die sind so klein. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Hier waren noch 2 Stück irgendwo. Ach, da unten ist einer. Jetzt komm doch mal her. Na? Nee, der findet mich überhaupt nicht attraktiv. Jetzt. So, geht auch mit der Taschenlampe, glaube ich. Ja, okay, das ist Schlagen, sieht aber nicht so aus. Und Alternative ist einfach wegschwimmen. Der lässt dann auch irgendwann ab. Aber der zieht euch bis dahin unter Umständen ja schon eine ganze Menge Leben ab. Ansonsten, wie gesagt, einfach mit der Hand oder mit dem Messer draufschlagen. Eventuell hilft es auch, an die Oberfläche zu tauchen. Das kann auch sein. Wichtig. Was ich noch zeigen wollte, ist, da haben wir ein Messer. Habe ich ja doch.
Man kann diese Creepvines kann man abschlagen und dann kann man die essen. Die bringen 3 Food und ein Trinken. Wie bei allen Sachen, ihr sollt nicht zu schnell essen. Wenn ihr zu schnell esst, dann kann es sein, dass die Meldung kommt, Blood Loss Detected. Dann verliert ihr, glaube ich, kein Leben, aber ganz viel Essen wieder. Die kann man gut essen und die verderben aber auch sehr schnell. Ich nehme jetzt mal einen auf und lasse den einfach mal in der Tasche. Und dann werden wir sehen, dass der wahrscheinlich in ganz kurzer Zeit schon schlecht geworden ist. Was man hier natürlich auch gut machen kann in diesem Biom, ist das Sonar zu nutzen, um eventuell Höhlen zu finden. Also auch welche, die etwas tiefer gehen mal. Kostet halt ein bisschen Strom, aber da kann man sich einen guten Eindruck von machen. Und dann würde man nämlich auch sehen, dass hier unten eigentlich gar nichts ist an der Stelle. Aber das Sonar macht hier richtig Spaß. Da sieht man auch, wie zerklüftet die ganze Landschaft hier ist. Ups, okay, da sind schon wieder die Safe Shallows. Was macht mein Inventar? Ich glaube, das müsste jetzt schon... Jetzt ist es schon Old Creepvine Sample. Bringt halt etwas weniger Essen und Trinken. Und das dauert jetzt noch 1-2 Minuten. Und dann ist das Rotten Creepvine Sample. Und danach schadet es euch auch. Also es lohnt nicht, die Dinge einzusammeln und irgendwie bei euch in der Kiste zu lagern. Das wird nicht funktionieren, da werdet ihr nicht glücklich mit werden. Jedenfalls nicht zum Essen. Zum Herstellen von Sachen müssten sie trotzdem noch taugen, aber zum Essen halt nicht mehr. So, ich würde sagen, dann sind wir hier auch doch schon am Ende. Wie gesagt, es gibt zwar viel vorzulesen, aber ich habe eigentlich alles gezeigt, was ich zeigen konnte und wollte. Wir haben die Bleeder, wir haben den Trick mit dem Füttern der Stalker. Das ist sehr schön, das muss ich unbedingt in... unbedingt im Let's Play nochmal machen. Ach so, ah ja, hier geht's regulär runter. Ups. Ah ja. Und hier unten haben wir ja auch nochmal diese Dinger. Ja, da fliege ich jetzt aber nicht rein, weil, wie gesagt, mittlerweile machen die leider auch die Seemorte kaputt. Da ist meine Blub, ist genau an sowas, glaube ich, gestorben. Das war bei den schwimmenden Inseln. Das war sehr tragisch, ja. War nicht schön. Okay, ich hoffe, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ich glaube, ich nehme mir das Grand Reef vor und, werde das mal genauer unter die Lupe nehmen mit euch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.